Jö, wir wollen Abenteuer. Und zwar nicht irgendein Abenteuer, sondern ein Dschungelabenteuer. Mit, wer passt denn am besten zum Dschungel? Er hier, oder? Ja, doch, komm, du. Und unser Ziel ist es, einfach nur eine Schrotflinte zu finden und bis zum Eislevel zu kommen, damit wir den Tunnelmann bestechen können. Also nicht da rein, sondern hier lang und da rein. So. Das heißt, wir hoffen jetzt darauf, dass diese Nacht der Toten kommt und wir das Eschgrab plündern können. Entweder das oder irgendwo ein Händler mit einer Schrotflinte oder ein Händler mit einer Schrotflinte, der irgendeinen Unfall hat. Okay. Das, ja. War abzusehen. Das ist auch nicht gerade schön. Ich glaube, dich springe ich einfach mal. Du bist Tiki-Ding. Rutsch und raus. Wobei ich 20.000 oder so mindestens sammeln sollte für die Schrotflinte. Fällt mir gerade ein. Das heißt, wo? Oh. Ach ja. Das heißt, wir sollten die ersten Level doch recht ernst nehmen. Denn wir brauchen das Gold, um die Schrotflinte zu kaufen, wenn wir den Händler finden, der die Schrotflinte verkauft. Ja. Was bist du? Achso, du bist ein Stein. Spring. So. Gut, dass er uns nicht getroffen hat. Und ich wollte eigentlich die Vase aufheben. So. Spring, Spring, Spring. Weg. Das war schick. Doppelsprung bei roten Fröschen. 7.000 hätten wir schon mal. Oh, da oben ist auch noch was. Und ja, eine Blondine höre ich auch. Oh ja, keine Ahnung wo. Da wird der Ausgang. Da ist die Blondine. Das ist doch mal schick. Okay, das heißt, du kommst mit. Oh, oh, oh. So, jetzt nur noch Gold sammeln. Kommen wir von da darüber? Ich glaube ja. Jo, sehr schön. Da ist nämlich noch ein Edelstein. Den hätten wir gerne. So, 15.000. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie teuer die Schrotflinte war. Das mache jetzt vollkommen falsch. Erst wegschmeißen und dann irgendwas machen. Aber 20.000, sogar 25.000 rum können es gewesen sein. Also gibt mir noch mehr Edelsteine, genau. 18.000. Knapp 20.000, sehr schön. Und raus. Knutschi, wir haben wieder 4 Herzen. Aber nur noch 2 Dschungellevel, wo wir die Schrotflinte finden müssen. Au, au. Husch. Das war so nicht geplant. So. Nein, 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 nein. Was zur Hölle hat er mit meiner Leiche gemacht? Okay. Also, nochmal das Ganze. Diesmal mehr auf das Geld achten. Wir können nicht auf Leute raufspringen, wenn sie im Wasser sind, ne? Okay. Da unten wäre eine Blondine. Kommen wir aber später bestimmt auch noch ran. Also wir müssen jetzt irgendwie da ganz rüber. Oder einfach dadurch abkürzen. Nur wissen wir nicht, was da unten ist. Nix. Okay. Ja. Hallo, Digimann. Da. Rache ist Blutwurst.
Kiste. So. Sehr schön. Edelstein und Kiste mit noch mehr Edelsteinen. Und jetzt die Blondine. Bye, bye. Wie komme ich jetzt? Da hoch, okay. Du bleibst da, du kommst mit. Du kommst mit und Jan springen. Weg, 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 weg. Abgeben, dich noch kaputt machen. Das war kein toller Versuch, Skelett. Noch eben Gold. Gold, 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 Gold. Nicht leicht zu bekommen. Okay, dann nehme ich nochmal den Bumerang mit. Hops, 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 hops. Schaden kann er nicht. Und raus. Sehr gut. Also nicht die 10.000, die wir sonst so gewohnt sind, aber Bumerang und Küsschen ist auch gut. Der Affe da. So, schon besser. Oh, weg, 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 okay. Zoin. Da ist nichts, außer ganz vielen Tiki-Fallen. Oh, man kann nach oben werfen. Das ist ja praktisch. Bumerang ist echt nicht schlecht. Problem ist halt nur, man kann immer nur eine Sache gleichzeitig tragen. Und nee, meistens hat man eine Blondine oder einen Götzen oder sonst irgendwas, was man mitnehmen will. Oder eine Schrotflinte. Wie jetzt zum Beispiel. Wir hätten gerne das da. Wir hätten gerne das da oben. So, und dich hier immer noch ganz gerne. Da geht's raus. Gold. Wir brauchen mehr Gold. Der da oben sieht nicht sehr entspannt aus. Der kommt aber nicht raus. Und man kann nicht auf Leute rausspringen, wenn sie im Wasser sind. Das hast du gerade eben selber gesagt. Dann halt so raus und durch das Knutschi kriegen wir nur den Lebenspunkt zurück, den wir gerade verloren haben. Ich höre, wie das Wasser fließt. Oh, das könnte der Piranha-Ober-Piranha sein. Das könnte interessant werden. Also wir brauchen ganz viele Bomben, die wir einfach runter ins Wasser schmeißen, ne? Mitkommen. So, weg mit dir. Seile sind okay. Oh. Doofe Äffchen. Zoin. Weg, 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 weg. Du kommst mit, du kommst mit. Jetzt hätten wir schon genug für eine Schrotflinte, denke ich. Dich nehmen wir mit. Die Pflanze da unten lassen wir in Ruhe. Dich pingpong wir weg. Nee, oder auch nicht. Yeah. Ja, sehr gut. Doofes Äffchen. Zoin. Peitsch. Das Wasser müsste doch gleich kommen, oder? Alle Leute bringen sich um. Ja, da ist das Wasser. Au, nicht so nah rangehen, verdammt. Noch zwei Herzen, das ist eine Tiki-Falle. Ich will nicht an einer Tiki-Falle sterben. Der Frosch könnte jetzt den Piranha-König töten, das wäre lustig. Wo ist er überhaupt? Will der irgendwie nicht so wirklich runter? Das waren schon mal zwei tote Piranhas. Keine gute Idee, ha? Huh? Nee. Nur ganz kurz rund. Es klappt nicht, okay. Sollten wir knicken. Wie macht man das da unten? Also ja, man... Na, Schrotflinte könnte man theoretisch hier am Seil abhangeln.
Hier müssen wir durch. Sich abhangeln. Und dann nach und nach die Piranhas erschießen. Oh, die Kiste hätte ich noch ganz gerne. Oh oh, oh oh. Na, ah, ah. Hohoho. Und vorbei. Die Gier nach den Kisten. Na gut, nächster Versuch. Wir brauchen eine Schrotflinte. Wir brauchen keinen Kali-Dingens, aber da können wir es opfern. Warte. Ich wollte dich doch wegpeitschen. Okay, dich peitsche ich weg. Oh, ein Küsschenstand. So, jetzt müsst ihr die Pflanze alle auffressen, richtig? So. Hat der Typ eine Schrotflinte? Noch nicht. Wenn ich ihn jetzt bumerangisiere, schießt er sofort, bevor der Bumerang meine Hand verlässt, quasi? Ja. Okay. Da war ich nicht langsam, nicht schnell genug. Also ich habe es gesehen. Hätte ich im richtigen Zeitpunkt den Bumerang geworfen und sofort meinen Bumerang fallen gelassen und seine Schrotflinte aufgehoben, hätte ich ihn erschießen können. Aber das ist echt Sekundenbruchteil-Dingens. Aber merke ich mir. Also auf keinen Fall für eine Tagesaufgabe, aber für so einen Rumgehalt wie jetzt gerade, könnte das interessant werden. Tatsache ist wieder einer. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Bumerang oder irgendwas ähnliches. Weg. Warte mal. Oh. Warum hat mich das rote Ding nicht aufgefangen? Ich wollte nämlich gerade mit dem Götzen zum Händler gehen. Ich glaube, da hatte jemand in den Kommentaren mal was zu gesagt gehabt. So wollte ich das nicht. Hallo. Nee, nicht. Ich glaube, ich schmeiße jetzt eine Bombe an das rote Ding, hoffe, dass die Pflanze stirbt und dann... Nein, mal gucken. Jo, guter Treffer. So, Pflanze ist kaputt. So, kaufst du mir das Ding jetzt ab? Das übernehme ich besser. Ja, 10.000, wie das andere auch. Der hat jetzt seine Schrotflinte nicht fallen lassen. Oder habe ich mich verguckt? Das wäre natürlich sonst am super einfachsten. Man läuft einfach zum Ladenbesitzer, schlägt ihm mit der Peitsche ins Gesicht und nimmt die Schrotflinte. Das hört sich jetzt irgendwie falsch an, aber ihr wisst, was ich meine. Gold. Komm, ich hätte gerne noch einen Ladenbesitzer irgendwo zum Rumexperimentieren. Oh, hey. Warum kann er mich so weit zurückschmeißen, verdammt? Komm, ich bombardiere dich mit dem Steinzeitmenschen. Oh. Zeug. Au, au. Jetzt aber. Mist. Muss das doch wohl mal hinbekommen, den Typen da. Nee. Au. Von vorne macht der Schaden, okay. Ein Leben noch, komm schon. Ich will nur einen Ladenbesitzer finden und versuchen, das irgendwie hinzubekommen, in die Schrotflinte abzunehmen. Also am besten im Bumerang oder ähnlich in einer anderen Waffe. Es gibt ja auch diese Einfrierpistole. Das wär's noch. Wir finden einen Shop, wo man eine Einfrierpistole kaufen kann. Kaufen die Pistole und frieren den Shop mit der Pistole ein. Aber die Dinger waren auch ziemlich teuer. So, hallo Blondine. Nope. So. Das war ein ganz schön schnelles Level. Wir haben nicht mal einen richtigen Fehler gemacht. Okay, wir haben nicht so viel Gold, aber... Okay. Trotzdem hätte ich gerne einen Shopkeeper. Du kommst mit. Hey, da unten ist die Blondine. Bye, bye, Frosch. Du kommst mit.
Zeugen. So weit, so gut. Trotzdem noch kein Shopkeeper. Oder so ein Kali-Schrein. Aber wir hatten ja schon mal diesen Blutkelch. Wobei ich nicht so wirklich gut testen konnte, wie er funktioniert. Sie kann sogar Piranhas im Wasser töten durch ihre bloße Anwesenheit. Die ist ganz schön mächtig, die Blondine. So, da unten ist eine Kiste. Mitkommen. Da ist gleich der Ausgang. Und was zur Hölle? 5, 6 Tiki-Dinger. Warte. Und raus. 6 Leben. Und wie viel Gold? 16.000. Da sollte man noch glatt versuchen, richtig durchzukommen und nicht irgendwelche Experimente mit Waffenhändlern anzustellen, ne? Okay. Ködern wir. Ich muss beide gleichzeitig auslösen. Und dann ganz schnell. Oh, genau. Au. Du bist tot, das ist gut. So. Au. Schon haben wir noch 4 Lebenspunkte. Ich wollte dich liegen lassen. So. Da wäre eine Kiste. Da sind ganz viele Äffchen. Nö, alles ohne. Interessant, aber ich hätte gerade schwören können, ich habe ganz leises Summen gehört. Ah, diese Wespennest-Dinger. Kaputt? Ja, da ist eine Wespe. Hier. Aber da wir keine Schrotflinte haben, könnte das ganz schön schwierig werden. Komm her. Warum peitsche ich nach oben, genau? Oh, oh, da ist die Königin. Und tot. ja, die Königin hatten wir zwar schon zweimal besiegt, glaube ich. Aber das eine Mal war es mit einer Schrotflinte, das war ziemlich einfach. Und das andere Mal... Oh, der Ausgang. Und das andere Mal waren wir in so einer Ecke, dass sie uns gar nicht treffen konnte. Aber wenn man nicht solche Vorteile hat, ist sie wohl doch ziemlich garstig, wie man gerade sehen kann. Denn sie pusht uns durch das ganze Level. Und wir haben sie umgebracht. Komm, kriech nach vorne und leck den Gilly Royale auf. Das klappt nicht. Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder in unserem Versuch, eine Schrotflinte zu finden. Also bis denn, ne?